Und wieder zurück. Tja, so ist es, ne? Viel Arbeit, wenig Zeit. Und das ist, ist ja nicht nur die Aufnehmerei, der Zettel, den ich hier habe, der mir sagt, wie viel ich vor Urlaub noch aufzunehmen habe. Der sagt halt auch nur, wie viel da aufzunehmen ist. Davon ist es noch längst nicht bearbeitet. Das kommt dann halt auch noch. Das dauert ja auch noch mal seine Zeit. Und im Moment versuche ich wirklich jede Gelegenheit zu nutzen, um weiter aufzunehmen, um das mal irgendwie so weit reduziert zu kriegen, dass man in gewisser Weise irgendwie einen Überblick reinkriegt und ein Gefühl von, ich hab's bald zu bekommen. Weil im Moment ist dieser Zettel mit diesen teils hohen Zahlen noch ein bisschen arg frustrierend. Ja. Aber das ist natürlich das Problem, irgendwann sind die Platten voll. Jetzt läuft ja natürlich auch die AIDA noch nebenbei. Jetzt ist heute zum Beispiel Mittwoch. Das heißt, wir haben heute Abend wieder eine Kacklöcher. Eine AIDA-Aufnahme. Da muss ich mir den Platz auf der Platte natürlich auch für aufheben. Den brauche ich ja noch, sonst gucken wir da blöde. Also ich kann auch heute nicht. Darf ich heute nicht so übertreiben. Außer es. Ja. Es bleibt voraussichtlich die Zeit, noch irgendwas fertig zu bearbeiten, um es dann von der Platte wieder löschen zu können. Zum Beispiel die AIDA-Aufnahme des vergangenen Sonntags noch da rumliegen, die noch nicht fertig bearbeitet ist. Wenn ich die heute noch durchkriege, kriege ich dann dafür ja eine neue AIDA-Aufnahme dann wieder drauf. So muss man da dann halt auch immer mit seinem ganzen Zeug rumrangieren. Ich würde jetzt sagen, das ist Schuld von GTA, weil das Spiel so viel Platz auf der Platte wegnimmt, ist aber eigentlich nicht wahr. Also das Gute, es hat ein paar Gigabyte, das ist schon groß. Über 50 Gigabyte, glaube ich, das Spiel. Aber gut. Wenn man vergleicht, so eine 2 Stunden Black Flag Aufnahme, die ist dann bei ja, knapp 300 GB. Wenn man mit solchen Größen und solchen Mengen jongliert, sind einem dann eigentlich so 50 GB relativ egal. Viel Zeug hier im Inventar drin, dass ich eigentlich für die Kohle überhaupt keinen Platz habe. Wir müssen Raum, vielleicht mache ich das von da aus. Das ist mit diesem ganzen Special Stone, also mit dem Granit-Diorit Andesit halt ein bisschen anstrengend geworden. Früher hat man sich das Inventar einfach zugeknödelt mit Cobblestone und dann war gut, aber ist halt. Jetzt reißt man eine Reihe für exakt 64 vorbereitete Steine aus der Decke und füllt diesen Inventarplatz nicht mit 64 Cobblestone wieder auf. Nein. Da hatten wir dann 30 Cobblestone und 15 Andesit und noch 10 Granit und 9 Diorit. Ja. Und das haut dann so natürlich nicht mehr hin. Ach, jetzt komm schon. Krabbelt und juckt mich heute gerade überall. Das ist ein bisschen gemein. So, haben wir die Gänge damit fertig. Ich nehme an.
Das ging ja dann doch überraschend schnell. Das heißt jetzt natürlich, dass wir diesen ganzen Spaß hier in unseren Räumen auch machen müssen. Dann fangen wir auch hier erstmal wieder mit der Linie an. Was ist denn hier? So, dann werden wir jetzt hier wieder ein bisschen Cobblestone los. Das hilft uns aber nur bedingt, weil wir jetzt dafür Kies einsammeln. Du Schande. Der geht nicht mehr. Vielleicht muss ich einfach mal was von schmeißen. Ich habe ja hier auch immer noch das ganze Schwarzpulver. Ja, Erde kommt da halt auch noch dazu. Vielleicht doch das Inventar ein bisschen arg voll geknödelt mit dem Stein. Weiß ich jetzt aber auch nicht, wie ich es ändern soll. Bam, 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 bam. Vor allem muss ich hier jetzt ein bisschen mehr Stein abbauen. Ich habe hier halt auch keine Truhe und Holz habe ich jetzt auch gerade keins mehr. Aber egal, mache ich mir jetzt. Wir haben doch hier... Hier ist gut, irgendwo ganz da hinten. Unser Bett stehen. Mit einem Crafting Table neben Tran. Oh. Hätte nicht gedacht, dass der mich schlafen lässt bei dem Krach da oben. Sie brennen. Sie brennen! Wieso brennst du nicht? So. Weg! Der stand wahrscheinlich exakt hier in irgendeinem Schattenpunkt. So, jetzt weiß ich das gerade mal weg. Und dann hacke ich mir hier einen Boom. Ja, der zum Beispiel, der ja eh blöd da drauf steht. Da 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 da. Oh, wir haben hier auch, was wir alles haben hier. Und jetzt einfach hier für den Übergang mal Kiste. So. Also gewisse Sachen, die uns hier im Weg rumliegen, was da mal reinschmeißen können. Gerade sowas wie Knochen und ähnliches. Das kann man ja sammeln. Das ist ja so Zeug, wo man nie wirklich volle Stacks hat, was einem immer wieder in den Füßen rumliegt. Das man auch immer wieder einsammelt. Und das kann man in so einer Truhe ja eine ganze Weile sammeln, bis man dann irgendwann da die 64er Stacks voll hat. Da kann man sie ja auch meinetwegen wegbringen. Hier lächerlicher Kleinkram. So,
mir meinen Bogen wieder, danke. Dann können wir nämlich schon weitermachen hier. So. Wo waren wir denn jetzt gewesen? Vorne oder hinten angefangen? Glaube ich. Ja, hier haben wir zumindest. So, und hier genau. Hier hatten wir angefangen. Hier jetzt noch irgendwas rum. Was einzusammeln gilt. Nö. Da ist auch noch ganz viel Kies in der Decke. Der uns auf den Kopf fällt. Können wir hier eigentlich auch erst nochmal abgrasen. Sehe ich auch nochmal Kies, der uns auf den Kopf fällt. Einiges an Kies, der uns auf den Kopf fällt. So, mal großzügig umgraben hier. Überall das weg haben, ist das auch noch was. Ach, jetzt hör doch auf, mich zu verarschen. Geh da oben rein jetzt. Okay. Plopp. Ist das zu? Ist das fein so? Ist das brav? Ja. Um's das schön gemacht, geh. Da, 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 da. Ich werd schon wieder ein bisschen randös. Ich habe ja sowieso immer so ein bisschen meinen Stress bei dieser Schafferei hier. Das Ganze irgendwie noch einigermaßen, ach, kaka, abwechslungsreich zu halten. Ja. Bete, schon mal zwischenzeitlich kurz ein Thema zum drüber sprechen gehabt. Aber jetzt ist natürlich heute auch das Problem, ich bin eigentlich echt müde irgendwie. Halt die Nacht wenig geschlafen. Zu spät ins Bett, zu früh wieder raus. Und da werde ich ja noch ranziger. Und dösig. Dann kann es natürlich passieren, dass ich zwischendurch in meinem Tun und Handeln hier gerade diese Arbeit bei Minecraft ist so wunderschön einschläfernd. Das ist so ein Traum, man hackt da so vor sich hin und es ist jetzt gar nicht so, dass man seinen Gedanken versinkt. Man könnte die Gedanken, wenn man sie hat, ja auch einfach laut aussprechen, dann hat man ja was zu erzählen. Aber man merkt dann, dass man irgendwann so wieder ein bisschen aufschreckt, dass man wirklich, man hat dann hier vor sich hingehackt und es tatsächlich geschafft, währenddessen an absolut gar nichts zu denken. Also wirklich an nichts. Wenn der Kopf mal so völlig frei, völlig leer von allem ist. Natürlich auch eine gewisse Tiefenentspannung dann. Ne? Das ist ja auch nicht falsch. Aber kommen auch meine Augen ein wenig schwer vor gerade. Nichtsdestotrotz wird das jetzt hier durchgezogen. Wir machen heute, bis wir diese Dungeons hier fertig haben. So sieht das aus. Und wenn es 20 Folgen dauert. Um Gottes Willen, das kann sich doch keiner ansehen, wenn das 20 Folgen dauert. Der geht ja eh schon lang genug hier, der Schwachsinn. Wir haben ja jetzt
kürzlich, also innerhalb dieser Aufnahme, ich habe das einfach mal komplett ignoriert, haben wir ja die Folge 300 erreicht. Ich hatte kurz überlegt, machst du irgendwas Spezielles für die Folge 300? Ich hatte da sogar so meine Ideen, ist aber dann aus zweierlei Gründen, eigentlich aus dreierlei Gründen gelassen. Ich hatte etwas überlegt, was einen, ja, Zusammenhang zu aktuellem Geschehen gehabt hätte. Da hatte ich so meine Gedanken. Da. Diese dreierlei Gründe waren dann, erstens hatte ich gesagt, mir im Vorfeld eigentlich, ich mache zu 300 kein Special, ich hatte auch zu 100 keins. 200 habe ich gesagt, gut, da mache ich jetzt mal was Ordentliches dafür. 200 ist jetzt schon mal, na, 100 war es mir nicht wert, weil ich gedacht habe, oh Gott, 100 Folgen, das schaffst du mit vielen anderen Let's Plays unter Umständen auch, ne? Wenn die Story lang genug ist. Momentan bei Black Flag zum Beispiel habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil ich da doch ein bisschen vor mich hintrödel und mir viel Zeit lasse, dass wir da die 100 erreichen werden. Und da mache ich dann auch kein Special. 100 Folgen Assassin's Creed Black Flag ist sehr albern. Warum soll ich da ein Special draus? Und deswegen die 100 für mich gerade eigentlich nicht so besonders. Mir eigentlich relativ egal. 200 habe ich gesagt, 200 ist schon ordentlich. Da packen wir dann auch mal schön was rein. Haben wir ja auch gemacht. Mit Überlänge und Special Effects und hast du nicht gesehen. Aber bei der 300 wollte ich eigentlich nicht. Ja gut, das ist jetzt, du kannst nicht jeden 100er feiern. Gleich dich nicht hier in meine Bude, guck frech rum und hau dann einfach ab, ohne von mir auf die Schnauze zu kriegen. Ja, da hinten ist es aber auch arg dunkel. Gott, hier kann sich ja sonst was verstecken in dieser Ecke. Hab ich doch gehört, dass er hier direkt nebenan war. Drecksack. Ja, der zweite Grund war gewesen, natürlich hier momentan auch das zeitliche Problem im Zusammenhang oder im Rahmen der Vorproduktion wegen Urlaub. Dann auch noch so fetz, so ein Schnickschnack hier zusammen zu basteln, weil eine besondere Folge 300 braucht natürlich auch dann eine gewisse Vorbereitung. Logischerweise. Die schütten mir sich ja jetzt nicht einfach so locker leicht schnell mal aus dem Ärmel, so eine Folge. So eine Special-Folge 300. Und da habe ich einfach im Moment nicht die Zeit für sowas auch noch zu machen. Tja, und der dritte Grund war dann natürlich auch der entsprechende Anlass, der Zusammenhang, den ich da überlegt hatte. Ja, der aber halt einfach zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das ist halt auch dann wieder diese Sache mit der Vorproduktion. Da war er dann, also in dem Moment, da ihr jetzt da die Folge 300 geguckt habt, war das entsprechende Ereignis längst vorbei und abgehakt. Und dann hab ich gedacht, das ist etwas, was dich jetzt aktuell gerade in diesem Moment bewegt. Aber wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist das längst durch. Und egal, finde ich jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber sag mal, damit ihr wisst, was ich meine, es geht da ja mir da speziell um den, wie ich finde, großartigen Schauspieler Christopher Lee, der sich jetzt, der sich aus dem Leben verabschiedet hat. Ist für mich jetzt noch nicht so lange her. Die Meldung über seinen Tod nicht mal eine Woche. Sein Tod selbst etwas über eine Woche. Am
sich da ein bisschen Zeit gelassen mit. Verständlicherweise. Für euch, gerade jetzt im Moment, da das jetzt. Weiß noch nicht, ob es die fünfte oder die sechste Folge ist, die jetzt gerade läuft. Das ist jetzt gerade wieder so diese Übergangsphase. Pause, da weiß ich immer noch nicht vorher, wie ich das schneide. Stellst du mir nicht so Sorgen. Ernsthaft? Nehmen wir mal lieber den hier, das lohnt sich eher. Ich gehe mal ausleeren, es hilft da nichts. Dass ich mich hier überhaupt noch auskenne in diesem Durcheinander hier. Wenn die Gänge erstmal ausgebaut sind und das sieht alles gleich aus hier, dann sehe ich aber schön verlaufe hier. So, die Kohle, ich meine so aus Flintstone und Kies und hier und. Ach komm, schmeiß alles raus, was du nicht mehr brauchst. Langsam ist gleich auch wieder genug ein. So, dann kann ich nämlich jetzt hier erstmal in Ruhe noch alles fertig machen, solange ich noch Stein habe und muss dann nicht permanent zwischendurch wieder wegrennen und ausleeren. Also so eine Zwischentruhe ist nicht falsch. Kann man mal machen. Dann haben wir hier noch echt genug aus der Decke zu schlagen hier. Ich habe noch nicht einmal den Dings gemacht. Push ab, aus, so eine Schlapperei. Das war einer zu viel. Pfui, für viel. Wieso sage ich immer Pfui, wenn ich viel sagen will?